Ladies, ich habe heute einen Outfit of the Day für euch. Falls euch aufgefallen ist, dass ich in 3 Videos in dieser Woche gleich aussehe, dann liegt das daran, dass die Videos an einem Tag ziemlich in geringen Abständen hintereinander entstanden sind und ich hatte einfach Lust, noch ein Video zu drehen. Und da mir mein Outfit heute sehr gut gefällt, habe ich gedacht, ich schiebe das jetzt einfach noch hinterher und mache das gleich für diesen Freitag als Fashion Friday Video. Und zwar trage ich ein Kleid von H&M. Das habe ich letztes Jahr im Sale gekauft für 7 Euro und ich war mir erst unschlüssig, ob ich es mitnehmen soll, weil es so ein bisschen aussieht wie ein Vorhang oder ein Teppich, finde ich. Und ja, ich war wirklich unschlüssig, aber dann habe ich es in der Umkleidekabine anprobiert und es hat ganz gut gepasst und ich habe mir gedacht, ach, es ist mal was anderes, nimmst du es einfach mit. Und heute hatte ich es zum ersten Mal an. Es ist sehr hauteng und sehr körperbetont. Vom Muster her sieht es so ein bisschen aus wie ein Teppich oder eine Gardine. Ist in Pink, Rosa, dann ist es komplett mit Goldfäden durchzogen, es ist ein bisschen beige dabei, auch so ein bisschen purpelrot. Um das Ganze ein bisschen zu unterbrechen, trage ich einen Gürtel um die Taille. Der hat eine rosgoldfarbene Schnalle und ich finde, dass dieses Rosgold sich auch so ein bisschen im Kleid wieder gibt. Das Ende ist hier ein bisschen länger, deswegen habe ich das hier so reingesteckt. Dazu trage ich meine Sandalen von Gervina und ich habe es endlich mal geschafft, mir meine Fußnägel zu lackieren. Und zwar ist es von P2 aus dem alten Sortiment, also aus dem alten Sortiment, die Farbe 269 Flamboyant. Das ist eine wunderschöne Sommerfarbe, also ich liebe diesen Lack. Und den habe ich heute auf den Fußnägeln, die Farbe 040 Latin, das trage ich heute auf den Fingernägeln. Dann kommen wir zu meinen Accessoires. Und zwar trage ich ein Armband von H&M in Rose Gold. Und dann sind hier in der Mitte noch Blättchen, die sind so hautfarben. Ich würde das als hautfarben bezeichnen. Also Rose Gold und hautfarben von H&M passen zur Gürtelschnalle. Meine Ohrringe sind von Pimki. Das sind Federohrringe mit 3 rosa Federn. Und hier oben haben sie noch eine runde Platte mit kleinen Glitzersteinchen und ich liebe das zum Sommer. Dann meine Halskette besteht aus echten Rosenquarzsteinen. Und zwar sind das solche Quarter. Dann nochmal meine Ohrringe. Und im Haar trage ich eine rosane Haarblume von H&M. Ich habe in den ganzen letzten Outfit-Videos immer Haarschleife gesagt, obwohl es ja keine Schleife ist, sondern eine Blume. Aber ja, diesmal habe ich es richtig gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das Kleid sehr kontroverse Meinungen hervorruft und dass ihr unterschiedliche Meinungen zu diesem Kleid habt. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, ob euch das Kleid gefällt oder ob es euch überhaupt nicht gefällt und ob ihr sagt, nö, das ist ein absolutes No-Go. Also ich glaube, es gibt nur diese zwei Richtungen. Entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und ich bin sehr gespannt, was überwiegt, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Live like a lady. Tschüss.